Blitzbesuch in den Hamburger Deichtorhallen. Die schöne, aber scheue Sängerin Sade bei der Vernissage von Albert Watson. Der Altmeister der Fotografie hatte sie für ein Albumcover Anfang der 90er abgelichtet. Für eine Vielzahl von Zeitschriften schoss er legendäre Bilder von hunderten Stars im Laufe seiner Karriere. Für seine aktuelle Ausstellung Visions Cotton Made in Africa bereiste der mittlerweile 70-Jährige 2 Wochen lang das westafrikanische Benin. Das bitterarme Land war bis 1975 französische Kolonie. Die Bewohner leben überwiegend von der Landwirtschaft. Eines der Dinge, an die man hierzulande nicht denkt, ist zum Beispiel, woher bekomme ich meine nächste Mahlzeit? In Benin kann das ein echtes Problem sein. Meine Herangehensweise an die Menschen dort war daher einfach nur nett, höflich und direkt zu jedem zu sein. 2 Wochen Afrika, 2500 Fotos, Weltreisender Albert Watson. Einen Großteil seiner Zeit investiert der gebürtige Schotte in Film- und Fotoprojekte rund um den Globus. Watson ist aber weit mehr als ein Fotograf. Er ist eine Art Botschafter mit den Mitteln der Kunst. Die Reise nach Benin geschah im Auftrag der Initiative Cotton Made in Africa, die durch Handel Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Einer der Förderer ist Unternehmer Dr. Michael Otto. Das Projekt Cotton Made in Africa besteht darin, dass wir den Menschen, sprich den Baumwollbauern, helfen, bessere Anbautechniken einzusetzen, damit höhere Ernterträge zu haben, damit höhere Einkommen zu haben, keine Kinderarbeit mehr, Geld die Kinder zur Schule zu schicken. Neben den eindrucksvollen Fotos zu dem Projekt in Benin werden in den Hamburger Deichtorhallen auch traditionelle Watsons gezeigt. Es sind diese Bilder von Hitchcock, Hopper und Jobs, weshalb der gebürtige Schotte zu den 20 einflussreichsten und vielschichtigsten Fotografen der Welt gezählt wird. Ich war niemals nur ein Mode-, Promi- oder Stillleben-Fotograf. Ich war eben schon immer ein Fotograf. Wer sich die Visionen Albert Watsons ansehen möchte, kann dies bis Anfang Januar des kommenden Jahres in den Hamburger Deichtorhallen tun. Einziger Wermutstropfen, Sängerin Sade wird dann wohl nicht persönlich zugegen sein, dafür aber ihr Ebenbild als Silberdruck.